Wie, ich bin schon drauf? Das ging viel schneller, als ich dachte. Herzlich willkommen zu Pen and Paper, Spitze, Stifte. Diesmal wusste ich, dass wir da sind. Herzlich willkommen, schön, dass ihr... Ach, da ist meine Kamera. Ich versuche es heute immer richtig zu machen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Pen and Paper, Spitze, Stifte, Moreton Manor, Walpurgisnacht. Scheiße, ich hätte vorher sagen sollen, dass immer so ein Sound kommen soll dann schnell. Das, oh, der Gag wird auch nie alt, ne? Irgendwas. Ich kann das immer nicht sehen. So, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr vier da seid. Schön, dass du da bist. Okay. Hallo. 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 Tag. Hallo. Hallo. Tag. Schön, freut mich, dass wir uns eingefunden haben. Wir sind in der Pre-Show für alle, die eingeschaltet haben. Was machen wir jetzt? Wir bauen, das können wir direkt mal ankündigen, eure Charaktere erstmal um. Aber vorher erstmal schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch denn so? Gut, es ist so. Ja, gut. Also, ich habe viel Fitnesstraining gemacht. Ich habe mit meinem Geld versucht, Gutes zu tun. Du siehst auch ein bisschen aufgepumpt aus. Ja, also, Lord Henry hat ja nichts zu tun, außer reich zu sein. Und deswegen hat er ein Fitnessstudio aufgemacht. Mann, wir sind noch im Smalltalk. Lord of the Body. Lord of Gym. Ja. Ich habe eine Frage zum Regelwerk. Ist Schmerz ertragen gleichzeitig mit Menschenkenntnis? Nee. Ah. Aber kommt auf deinen Job an. Ja. Ich würde sagen, also bei deiner Position ist das ein und derselbe. Ja, dahin aber schon mal der Hinweis: wir spielen zum ersten Mal Moreton Manor im Tiers-Regelwerk. Wir haben das rübergeholt. Und da kann ich auch jetzt am besten schon sagen: Das kann man auch bestellen. Wieder. Wir haben die Box wieder rausgebracht. Ich zeig gleich noch mal, was da alles drin ist, während ihr eure Charaktere baut. Hab ich mich so hochgehalten, ne? So. Also man kann sich das Abenteuer... Ja, das Cover ist geil, ne? Wir können das ganze Abenteuer, was wir heute Abend spielen, könnt ihr euch auch wieder kaufen. Da sind dann auch alle Hinweiskarten dabei und so. Das ist alles hier. Ich zeig das gleich noch mal in Ruhe. Sieht ja so mega geil aus, wie so ein John Sinclair Gruselheft. Ey, so. Ich habe mit Alvin da auch drüber geredet, wie geil dieses Cover ist. Ich muss auch sagen, ich fand das Thema... Was ist denn da los? Ich hab nicht drüber nachgedacht. Ich sag, Mann, ich teile, was ich gelesen habe. Alter, okay. Leute, fällt aus. Es ist, wie es ist. Pen and Paper findet euch nicht statt. Ich hab auch nicht drüber nachgedacht, dass du gerade das komplette Abenteuer... Nichts gesehen! So schnell kann ich mal hier Nummer 5 lesen. Thema Walpurgisnacht, Hexen und so. Ich hatte richtig Bock auf das Thema und Alvin, glaube ich, auch. Also man sieht auch am Set, dass alle richtig Lust hatten. Ihr habt es, glaube ich, auch gerade schon gesagt, wie geil das Set ist. Haben wir hier schon darauf hingewiesen? Das müssen wir wirklich mal zeigen. Das ist ein wirklich gemaltes Gemälde. Das hat Laura mal eben so gemacht. Moment, genau. Mit Öl. Tränen, Blut, Schweiß und Tränen. Und voll geil. Nicht zu nah ranzoomen, bitte. Ach so. Wir sind ein Jugendsender. Ihr könnt ja einfach so Finger so, drin. Das war's auf Twitch. Tschüss. Aber ey, Hammer. Auch hier, also ich meine, auch das voll, Fenster. Das Fenster ist super geil. Das ist super schön gemacht. Also, ja, ja. Und echtes Feuer. Das ist unsere Wohnung. Genau. Und ihr habt echtes Feuer auch. Als wäre es der Keller, in dem Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bullen und Hambach zu Falkenberg lebt, seitdem er bei Lord Grey zur Untermiete wohnt. Geil, dass du den Namen auch immer noch so sagen kannst. Double Time. So, wir bauen jetzt eure Charaktere. Mhm. Das heißt, wir ziehen sie in das andere Abenteuer um, ja. In das andere Regelwerk um. Ich würde gerne den französischen Arzt sprechen, der Medizin 100 hat. Ihr nehmt die gleichen Charaktere. Denn wir erleben die Geschichte weiter, auch das ist wichtig. Wir haben ja ursprünglich von Moreton Manor mal als eine einzige Geschichte ausgelegt, dann fand ich aber eure Charaktere so gut und alle anderen auch, dass wir gesagt haben, wir machen das weiter. Und das ist jetzt das dritte größere Abenteuer des Ganzen. Ihr habt vor euch einen alten Charakterbogen, das ist die DIN A4-Seite. Auf den sollte noch stehen, das ist eine Kopie eures alten Charakterbogens, was ihr so an Werten habt. Mhm. Das tut es. Eigentlich ist es relativ einfach, die jetzt umzuziehen, denn die sind jetzt noch auf 100. Ihr teilt die einfach durch 5. Das ist ja super einfach. Und das ist dann euer neuer Talentwert. Wow. Ich habe gerade noch Quatsch gemacht mit der Kamera. Genau. Was muss ich durch wen teilen? Wo ist dein anderer Charakterbogen, der kleine? Der. Das ist der neue Tiers-Charakterbogen. Mhm. Und wen teile ich durch 5? So, pass auf. Wir tun jetzt Folgendes. Diese Talente nicht einfach sofort, nicht rüberschreiben, Simon, weil ihr habt auch eine Liste. Sagen wir mal, du hast hier ein Talent, das heißt Medizin. Hab ich. Genau. Dann guckst du in dieser Liste, ob da Medizin bei ist. Ja, ist. Genau. Dann kannst du es 1:1 durch 5 teilen und einfach da reinschreiben. Durch 5, da verliere ich ja voll viel. Nee, du verlierst nichts, weil hier ist 20 der höchste Wert. Aus einer 100 wird eine 20. Der höchste Wert ist auch da der höchste Wert. Okay. Du verlierst nichts und ihr kriegt gleich sogar noch was dazu. Und was ist, wenn ich das nicht auf der Liste finde? Dann müssen wir drüber reden. Dann müssen wir sagen, finden wir ein Talent,
dass wir erschaffen können, das Sinn macht, oder ziehen wir das in anderes Talent um? Weil hier steht auch immer dahinter, auf was ihr würfeln müsst. Schreibt euch das am besten auch. Die Attribute haben wir doch gar nicht. Genau, das machen wir gleich danach, weil das mehr Sinn macht. Weil dann könnt ihr das gucken. Sind alles Talente manuell. Genau, also genau. Schießen und Karate sind bei mir zwei. Genau, und dann kannst du guckst du welche. Ich nicht nochmal neu mir hier durch körperlich oder so. Nee, die würdest du dann. Wir gucken, ob es zum Beispiel das gibt, ob du ein passendes Talent dafür findest. Naja, also Karate halt. Also ich kann auch mit den Händen so schnell zuhauen, dass es wie ein Schuss wirkt. Ich meine nur zum Beispiel, bei unserem gibt es jetzt, würde es standardmäßig nur. Warte, wo ist denn das? Kampfwaffen. Da würde es, glaube ich, nur gar nicht gesehen, ne, Kampfsport geben. Mach's nochmal langsamer. Also Karate wäre halt Kampfsport. Du würdest sagen Kampfsport/Karate. Also dafür gibt es ein Äquivalent zum Beispiel. Okay. Aber es kann eben ja auch passieren, dass es das nicht gibt. Und da habe ich jetzt die 20, also nach deiner Rechnung wäre das 4. Ich will nur sicher gehen, genau, dass ich es verstanden habe. Okay. Völlig richtig, genau. Das ist niemals im Kopf gerechnet. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe die Fähigkeit, wie jeder. Warte ganz kurz, ich habe nämlich gerade, ich muss dran denken, wir gehen einmal jetzt kurz in die Werbung. Das ist aber ein Cliffhanger. Bevor wir richtig tief reingehen, dann kommt, ist das der Cliffhanger, weil danach erkläre ich euch auch nochmal so ein paar andere Sachen. Mhm. Ich lese dann auch einmal für die Zuschauer vor, welche Talente gibt es eigentlich alle. Und wie funktioniert dieses Umstellen des Regelwerks jetzt? Weil das Regelwerk haben ja jetzt auch schon Leute zu Hause und können sich es auch noch besorgen. Und wie kann man damit Mortal Manor spielen? Also, vielen Dank. Wir gehen kurz in eine Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Morrison Manor Walpurgisnacht. Ein sehr, sehr schöner Spot. Du hast es ja nicht gemacht, war ja der Charakter. Also, nee, sehr, sehr schöner Spot, Simon. Auch sehr gut darauf hingewiesen, dass man sich dieses Regelwerk auch holen kann und auch das passende Abenteuer. Auch in Bitcoins auch zu bezahlen. Auch in Bitcoin. Stimmt, geht es wirklich im Shop. Psychologie 50. So, wir gehen zurück zum. Warte kurz, Nils wollte jetzt auch gerade was sagen, aber ja, vielen Dank. Wir gehen zurück zur Charaktererstellung. Wir waren gerade dabei, umzubauen. Also eure Charaktere in das Regelwerk umzuziehen. Das ist korrekt. Ihr kriegt am Ende, wenn ihr alle sagt, okay, ich bin soweit fertig, dann kriegt ihr auch noch mal extra Punkte, die ihr vergeben dürft, als Belohnung fürs letzte Abenteuer. Mach ich einfach mal Menschen. Gut. Ich hatte folgende Frage. Ich habe nämlich, wie jeder reiche, adelige Spross, selbstverständlich eine umfassende Ausbildung im Duellieren bekommen. Das ist ja nichts Neues. Und das war ein Trick, weil du schießen und. Was heißt denn Trick? Ich wurde dann unterrichtet. Ich das ist halt einfach nur ein Powerplay-Trick. Du versuchst nur zwei Talente in ein Talent zu stecken. Das ist natürlich Quatsch, weil ich kann ja nichts dafür, dass er diese Ausbildung genossen hat. Ich sag halt, Duellieren ist Duellieren. Wenn ein Duell kommt, ist das ein toller Skill. In allen anderen Fällen lasse ich dich mit Malus nur würfeln. Oh. Eine Waffe benutzen und duellieren ist nicht komplett das Gleiche. Stutz ihn dir zurecht, Hauke. Wenn du dann sagst, ich will meinen Duellieren-Skill benutzen, um zu schießen, würde ich sagen, aber dann nur mit dem halben Wert würfeln. Mit dem halben? Das ist ja kein Duell. Also der Dämon oder so vor dir fängt ja nicht, läuft nicht langsam von dir weg, dreht sich schnell um und zieht seine Waffe. Haha. Aber was anderes. Nun, ich könnte dagegen argumentieren. Mir ist absolut aber nicht, bewusst, dass das nicht 100% Sinn macht, aber wir versuchen, wir spielen hier den Spielleiter selbstverständlich, auch wenn es keinen Sinn macht. Aber okay, also ich würde sagen, wähl einen dieser beiden Skills aus, der Sinn macht, zum Beispiel Schießen oder Schwertkampf. Also bei uns wäre es jetzt Nahkampfwaffen, ich glaube, scharf gibt es oder spitz. Klingenwaffen gibt's. Klingenwaffen. Ja, also du könntest jetzt Schwert, Schusswaffen, Pistolen oder Klingenwaffen dir geben. Oder du teilst diesen Wert halb-halb auf beide auf. Halb, halb. Würde ich auch erlauben. Gut, darüber denke ich jetzt nach. Okay. Immunsystem, nur eine Frage, Frage. Heißt das, wenn ich das hochwertig habe, dass ich mich mit dem Immunsystem auskenne oder dass ich ein gutes Immunsystem habe? Das ist der Einsatz, darum steht das unter körperlich. Das ist der Einsatz deines Immunsystems. Sagen wir mal, ihr seid in einer Situation, in der ihr damit, ihr seid lange im Regen, ihr seid die ganze Zeit feucht. Dann kann es sein, dass ich irgendwann sage, ey, ihr habt nichts dagegen getan, würfelt mal bitte auf Immunsystem alle. So. Und sonst holt ihr euch jetzt eine Erkältung und habt die ganze Zeit einen Malus. Oder ihr merkt zumindest, ihr fangt an zu zittern und werdet krank. So. Also kann vorkommen, kann nicht vorkommen. In der Regel als Empfehlung, das ist kein Skill, den ich jetzt besonders hochtreiben würde. Ist nicht schlecht, ihn zu haben, aber ich würde da jetzt nicht 80 Punkte reinstecken. Also, und 40? Bei uns jetzt nur 8, wären es ja nicht 80. Es ist so. Graf Thaddäus Montgomery von hier Bohlen und Halbach zu Falkenberg, der ist ja Kleptomane. Das heißt, der hat auch einen sehr hohen Stehlenwert. Jetzt ist der Stehlenwert aber überhaupt nicht, kommt überhaupt nicht vor in deinem System. Können wir einfach reinschreiben. Also das ist ganz wichtig. Alles, was ich euch hier aufgeschrieben habe, sind nur Vorschläge. Das ist nicht exklusiv. Das sind nicht die einzigen Talente, die es geben kann. Okay, also ich kann einfach meine Talente so nehmen. Jetzt habe ich sie erst mal übertragen. Gar nicht drin.
Ja, komischerweise ist ja schon ein nicht unwichtiger schon ein wichtiges Wert. Talent, ja. Nee, kannst du reinschreiben, stehlen, warte, auf was würfelt am besten? Ich würde sagen, Geschicklichkeit, Intelligenz. Macht unter Sinn. Was würdest du redegewandt übertragen? Ah, das ist, also ich würde es auf jeden Fall sozial-gesellschaftlich machen. Es ist so ein bisschen in Begeistern führen natürlich drin, aber ich finde Redegewandtheit eigentlich schöner. Also ich würde es vielleicht einfach so benannt lassen. Und aber auf die gleichen Sachen würfeln wie bei Begeistern. Denkt immer dran, dass ihr euch dahinter schreibt, auf was ihr würfeln müsst. Das steht aber nicht überall dabei. Ich habe zum Beispiel sowas wie bei Karate. Ne? Da steht hier Nahkampf dabei. Oder Ringen. Kampfwerte steht es nicht dabei, weil Kampfwerte übertragen wir hinten in den Bogen. Die werden anders gewürfelt. Genau. Also bei alles, wo es nicht dabei steht, ist ein Kampfwert. Mhm. Kurze Frage noch, dass hier bei mir zum Beispiel steht hier Handeln 19% plus 10. Ich verstehe einfach nicht, wie diese Prozent... 19% plus 10. Ich weiß nicht genau, was also, die drin sind. Das ist ja das Äquivalent in dem Regelwerk zu Prozenten. Das kannst du, glaube ich, ignorieren. Da wäre das ist einfach 19. Wo steht das bei dir? Handeln steht 19 bei ihm. Und das letzte ist dann diese. Also, aber das fällt weg. Das kannst du ignorieren. Das hier, das sind diese drei Felder. Genau, ja, ich weiß, aber die gibt es nicht mehr. Ja. Die existieren quasi einfach nicht mehr. Okay, wir nehmen den Bonus daraus mit rüber beim Übertrag. Also dadurch, eure Charaktere werden jetzt stärker sein, als normalerweise Charaktere sind. Oh. Verstecken ist ja eigentlich eine Stärke von Winston. Ich habe die aber auch. Ich habe eine 9. Was genau soll ich, wie soll ich das umbenennen? Also ich... Ich habe es jetzt auf Schleichen gesetzt. Ich hätte es auch auf Schleichen gesetzt. Auf Schleichen? Also das ist nicht ein und dasselbe. Es macht es einfacher zu sagen, Schleichen und Verstecken ist ein Talent. Also wir können es theoretisch auch Schleichen-Verstecken nennen. Das macht schon irgendwie Sinn. Wenn ich auf etwas 15 Punkte habe und durch 4 teile, das ist mathematisch nicht möglich. Ja, logisch runden. In dem Fall, ich würde immer auf. Bei dem, das macht schon Sinn. Auch bei 1? Ja, das ist jetzt muss ich eine Einladung zum Powerplay. Das ist eine Einladung zum Powerplay. Ja, wirklich. Das hättest du besser nicht sagen sollen. Oder Nils ausnehmen sollen. Was? Ja, wie auch bei 1. Nee, ja, lass mal mathematisch runden. Das macht schon mehr Sinn. Eure Charaktere sind eh schon zu stark. Also ab 5 könnt ihr aufrunden. Alles drunter ist abgerundet. Kann ich Architektur in technisches Wissen? Oder ist das falsch? Oder mechanisches Wissen? Ich würde es in technisches Wissen zulassen. Also ich würde davon ausgehen, dass, also wenn du jetzt nicht Architektur direkt weiter behalten willst, was ich jetzt auch zulassen würde, würde ich es jetzt einfach, würde ich technisches Wissen zulassen. Macht schon irgendwie Sinn. Ja, doch, es macht schon irgendwie Sinn. Kurze Frage, Nachtsicht. Kann ich das irgendwie als Fähigkeit oder Spezifika haben? Weil es macht eigentlich keinen Sinn. Also ich kann das schwer übertragen, weil es ja eigentlich ein körperlicher ist. Gut im Dunkeln sehen können. Ja, genau. Ich würde es, glaube ich, wie ein Spezifika betrachten, positives. Musst halt kaufen mit Punkten. Ja, das hatte ich halt vorher nicht, deswegen frage ich gerade. Ja, ja. Also, ihr kriegt gleich entweder übertrage ich das, aber das passt halt nicht mehr. Du hast das vorher nicht gehabt? Doch, ich habe es hier drin, deswegen, aber ich kann es schwer übertragen. Wie viele Punkte hast du da drin? Hm? 15, also 3. Ah, also du hast jetzt 15 auf den Ich habe jetzt, also früher hatte ich 15. Ja, das ist halt sehr wenig, wenn es jetzt höher wäre. Schreib dir mal die 3 Punkte am Rand erstmal da ran, dass du die hast, und ich sag dir gleich, wie viel Punkte du das kaufen kannst. Ja, dunkel sehen mein viel, ich bin ja hochgebildet, mit meinen vielen Wissensgebieten, historisches Wissen, mechanisches Wissen, Kunstwissen, da habe ich jetzt 6, 8, 8, was mache ich denn da? Ich würde sagen, du kannst die theoretisch alle behalten, sind natürlich dann sehr gering, aber also das Ding ist, in dem Regelwerk ist also es ja so. Ich habe es ja schon umgerechnet, es ist jetzt 6, 8, 8 wäre. Okay, das ist ja so gut noch, das ist ja richtig gut. Ja, aber was, also. Auf was du da würfeln musst, meinst du? Ja. Warte mal, was macht denn Sinn? Also meistens ist das eigentlich immer Intelligenz, mentale Belastbarkeit. Sind fast alle Wissensgruppen. Okay. Sowas wie Smalltalk. Packe ich das vielleicht besser in Überreden oder in Menschen? Hattest du gerade noch? Du hattest doch sowas Ähnliches. Redegewandtheit oder so. Ja, ich das hieß bei mir Redegewandt. Habe ich einfach übernommen. Ich würde das Gleiche nehmen. Ich würde auch Redegewandtheit nennen, weil das ist schon ähnlich. Ne? Also du meinst, dass du halt, ja, Smalltalk, Redegewandtheit, würde ich, als gleiches Talent betrachten. Das ist die grundlegende Fähigkeit, Leute in Gespräch zu verstehen. Jawohl. Also ist das auch das gleiche wie begeistern führen? Nee, begeistern führen habe ich, weil redegewandt ist für mich, man führt eine Unterhaltung, wenn du jetzt sagst, ich will begeistern führen, kann man auch theoretisch benutzen, um zu manipulieren. Ich will Leute anführen. So, die Werte? Wie differenziert muss man, also ich habe zum Beispiel jetzt manipulieren, lügen, begeistern führen, feilschen und einschüchtern. Das sind ja alles sozusagen dieselbe Sache, nur in die Richtung, in die ich will. Und ich, genau. Also, das ist in der sozialen Gruppe immer ein bisschen schwierig. Das ist halt so, weil es sonst zu stark ist. Weil theoretisch, wenn ich das anfange, auf einzelne Talente zu machen, kannst du mit so einem Talent fast jede Situation lösen. Weil aus der Erfahrung ist Morton Manor, sind die sehr sozial, die Abenteuer. Ihr kommt auf sehr viele Charaktere, die ihr theoretisch dann ja immer einfach mit einem Talent. Aber in dem Fall jetzt zum Beispiel redegewandt. Also was ist denn eine Situation, die ich nicht abdecken kann, wo du sagst... Na, würde jetzt jemand sagen, ich möchte zum Beispiel den ablenken. So, also, oder ich möchte jetzt jemanden in Gespräch verstricken. Ich möchte möglichst lang, oder ich möchte, dass der mich mag. Ich möchte einen positiven Eindruck hinterlassen, würde ich sagen. Würfel mal auf Redegewandtheit. Ja, das kann ich damit manipulieren machen.
Nee, manipulieren wäre was anderes. Manipulieren ist, ein Charakter kommt auf dich zu und sagt, keine Ahnung, ja, also hat eine bestimmte Meinung oder möchte irgendwas, also hat schon eine Position zu irgendwas und du willst die verändern. Du möchtest jemanden manipulieren, was ganz anderes zu glauben. Oder ihr seid in der Runde, alle drei sagen was anderes, dann sagst du, ich möchte Simon manipulieren, dass er meine Meinung teilt. So, ich möchte Tricks einsetzen, um ihm das Gefühl zu geben, er hat die Entscheidung getroffen. Das ist manipulieren. Na gut. Ich hab Heben extra Punkte versetzt. Kann ich die aber, die 20 Punkte, die ich früher hier habe, in einen anderen Wert stecken und die dann addieren? Das macht am meisten Sinn, oder? Ich glaube, wir haben keinen Wert für Heben oder so. Nee, das war halt, als Butler habe ich gedacht, also einfach Stärke, ne? Also körperliche Stärke. Weißt du, was du meinst? Also ich hatte überlegt am Anfang, ob ich sowas wie Heben, Drücken reinnehme, weil das halt, weil wir ja hier bei Maniac Menschen sind. Ja. Ja, aber ich meine jetzt Tür so mit Schlauch. Mit Heben, Drücken. Ja. Das ist halt die Frage, ne? Motorisch, ich kann das auf irgendeine andere motorische Fähigkeit. Ja, also und kannst du auch was Körperliches übertragen, theoretisch. Ja, dann mach das mal. Mach ich körperlich, okay. Ja, ja. Du musst ja vor allem Graf Thaddeus jeden Morgen aus dem Bett heben. Dann mach ich werfen. Mit dem Bett heben. So, ich hab das jetzt einfach mal übertragen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel Angeln. Habe ich jetzt mal rausgenommen. Mhm. Die 30 Punkte gebe ich mir jetzt auch nicht mehr neu irgendwo, ist egal. Und schreib's mir einfach bei Sonderfertig. Das ist ja eigentlich ein. Ja, also wenn du es als Game behalten willst, finde ich es gut. Lass das Roleplaying richtig. Finde ich gut. Kein gutes Leben, dass du sagst, ich schreibe das da rein. Also es ist schon sinnvoll, weil sagen wir mal. Habe ich ja schon mal gesagt. Es gab schon Gelegenheiten in Abenteuern, wo man was hätte fischen können. Ja. Was machen wir denn mit den Spezifika? Du bist immer noch nicht dran. Das war ein Scherz. Nein, mir ist du bist dran. Du kannst gerne noch Spezifika. Nee, ich wollte nur wissen, was kommt da. Ich würde in eurem Fall, wir können die natürlich aus dem Regelwerk nehmen, das macht aber nicht so viel Sinn. Oh. Schreibt lieber, also ihr seid sowieso so Roleplay-stark mit den Charakteren, dass das kaum Sinn macht, die wie den in klassischen Regelwerk zu betrachten. Also ihr könnt euch gerne was aufschreiben. Ihr könnt euch zum Beispiel aufschreiben, Kleptomane. Ja, Kleptomanie, so. Genau. Rücken, weil das ja ein Schadenswert ist. Sowas könnt ihr euch aufschreiben, das ist aber eher eine Hilfe für euch. Weil in dem anderen Regelwerk, das ist vor allem für Anfänger wichtig. Okay. Dass man halt Leuten klar macht, ey, eure Charaktere sollten auch Vor- und Nachteile haben. Aber ihr wisst das schon, bei den Charakteren spielen. Dass der Tag mal kommt, wo ich das zu euch sage. Ja. Das ist was für Anfänger. Das könnt ihr einfach ignorieren. Schnauze. Moment, wie viel Schneiden hat der? Was soll ich würfeln? We've come a long way. Welchen Würfel nehme ich? Welchen Würfel nehme ich? Kunst und Kultur und Gesellschaft habe ich bei beidem jeweils 4. Das sind ja alles so Redethemen. Kann ich das in 1 packen? Also sowas wie urbanes Wissen 8 statt 2x4? Oder ist dir das zu hoch? Also weil Kunst und Kultur ist ja urbanes Wissen, Gesellschaft aber auch. Also ja, gesellschaftliche Topics sozusagen. Also gesellschaftlich bin ich immer davon ausgegangen, das meint für mich vor allem Umgangsformen und so. Aber das kannst du schon unter urbanes Wissen auch zusammenfassen, ja, würde ich gerne. Okay, dann mache ich das. Macht schon Sinn. Einmal zwischendurch, weil wir jetzt schon voll in die Regeln eintauchen. Einmal die Hinweise, Hashtag Spitze Stifte, darüber erreicht ihr uns heute Abend auch wieder, das sage ich natürlich auch nochmal. Wir sind sehr, es ist sehr, sehr willkommen, auf Twitter uns Sachen zu schicken. Wir freuen uns immer sehr über Artworks, über witzige Sprüche, über Meinungen. Und es gibt was Neues. Unsere Social-Media-Abteilung in Form von Robin hat sich überlegt, dass auch ihre Charaktere jetzt einen Twitter-Account haben. Das ist ich hab euch schon alle gefeiert, weil ihr so eine geile Idee hattet. Vor allem, die haben mich adressiert und ich dachte so, was ist denn das? Kann ich mit denen jetzt interagieren? Oder ist es jetzt irgendjemand, der gleich anfängt, irgendwelche politischen Sachen zu posten? Nee, ja, stimmt, man weiß ja nie. Ich habe tatsächlich auch schon, damals habe ich auch 2, 3 Accounts gemacht, aber das sind, die sind besser. Das sind die offizielle sind besser. Accounts, die der Robin betreut, die unterhalten sich während des Abends miteinander und ihr könnt auch mit denen interagieren. Mir hat sehr gefallen, dass er den Ton gut trifft. Ja, Charakteren. Fand ich auch. Ich fand das nicht. Und es kann sehr gut sein, dass die Sachen dann vielleicht aufs Ohr kommen, dass wir das mal einblenden. So. Also es ist eine sehr schöne Möglichkeit, um auch, wenn man nicht, also ich war auch begeistert von der Idee, es ist eine schöne Möglichkeit, um mitzumachen, wenn man jetzt nicht zeichnen kann, dann kann man trotzdem hier ein bisschen mit uns interagieren und sich am Abenteuer beteiligen. The Tesseract. Einschüchtern. Nee, entschuldigen Sie bitte. Doch, einschüchtern. Ist hier gar nicht drauf. Was habe ich, soll ich da... Das ist ja fantastisch. Einschüchtern ist, ich finde, das halt, ist ein starkes Talent, ob ich es einfach übertragen würde vielleicht. Das ist vor allem eine spannende Kombination aus Körperkraft und anderen Dingern. Nichts getweet. Ich glaube, ich würde das einfach als ein einzelnes Talent lassen, einschüchtern. Habe ich auch übrigens. Würfeln auf Körperkraft. Was? Scham, würde ich sagen. Oh, echt? Körperkraft? Ich habe jetzt auch einschüchtern. Das ja, ist natürlich ich gehe davon aus, wenn das... spielt, das ist so ähnlich wie bei Betören. Da spielt deine visuelle Erscheinung eben doch eine Rolle. Ja, okay, weil bei mir ist jetzt nämlich Intelligenz Charme, weil ich habe nämlich keine Körperkraft. Ich habe mich nach einem anderen Wert gerichtet. Aber ist das? Ich würde sagen Körperkraft, Intelligenz, Charme. Das würde noch Sinn machen. Okay. Also Moment, Einschüchtern. Du meinst Körperkraft, Intelligenz, Charme. Woher weiß ich denn eigentlich jetzt noch mal meine? Also das kommt gleich. Also wir machen es gerade falsch rum. Du wirst gleich verstehen, warum wir es falsch rum machen. Warum followt mir Lord Henry Grey nicht?
Weil der Pöbel nicht folgt. Der bleibt elitär in seiner Gesellschaft. Wir alle anderen, nur alle anderen nur Lord Henry Grey. Das finde ich so lustig. Gut in Character. Ich finde das, find das genau richtig. Hauke, Auffassungsgabe. Geistiges Talent. Das war so ein bisschen Überlebenstechnik oder Spurenlesen, so in die Richtung eigentlich. So war es gedacht halt. Ne? Also ich erfasse sehr schnell einen Raum zum Beispiel. Ich überlege gerade unter was das, ob das ein geistiges Talent ist. Hattest du gesagt, ne? Nenn es Raumlesen. Raumlesen. Also Auffassungsgabe, ich meine. Auffassungsgabe schon gut. Jetzt hören Sie doch mal auf mit Ihrem Raumlesen. Ja, kannst du übertragen. Ich kann Würfel mal auf. Puh. Ich würde sagen Intelligenz, Intelligenz, mentale Belastbarkeit. Wo setze ich mich hin? Ich kann es wichtig auf Partys, den Raum lesen zu können. Aber ich würde fast sagen, mach mal Intelligenz, mentale Belastbarkeit. Ach, wart, also echt? Doppelt mentale Belastbarkeit. Ja, wir gehen davon aus, du bist in der Situation, also so wie du das Talent nutzen willst, ist doch, haben wir es vor allem so gehabt, dass du in Situationen, wo ihr in den Raum kommt, sagst, ne, ich will mal gucken, ob ich mir sofort irgendwas auffällt. Und dafür würde ich sagen, wo ich mich am schnellsten verstecken kann. Genau, genau. Ja. Aber das finde ich, mentale Belastbarkeit macht schon Sinn. Weil das ist das, was dieses Talent meistens widerspiegeln soll. So. Wir nähern uns einem fertigen Charakterbogen an, richtig? Ich bin, glaube ich, fertig. Ihr dürft nochmal 10 Punkte vergeben. Boah, alle. Das ist jetzt inzwischen der Belohnung für die letzte Sendung. Was ist denn Dämonologie eigentlich? Das ist Monsterkunde. Ist ein Wert, den ihr die ganze Zeit kriegt. Kommt jetzt aber mal. Ihr kriegt alle nämlich auch nochmal einen Bonus auf Dämonologie von. Ist das eine Sonderfertigkeit? 3. Machen wir gleich. Also 3 einzelne Punkte. Was kriegen wir bei Kategorie? 3. Ihr dürft 10 Punkte nochmal frei vergeben und Dämonologie kriegt ihr alle nochmal 3 drauf. Also 13. Was? Wieso denn 15? 13? 5. Ja, ich hatte eben schon 12 und jetzt habe ich halt. Wieso hattest du 12? 3. Weiß ich nicht. Du bist bei deinem alten Bogen. In dem neuen sind es nur 3 Punkte, die du da drauf geben sollst. Auf Moment, ich hatte Dämonologie 10. Ja, ich auch. Genau. Das gibt doch durch. Sind dann 2. Plus 3 sind 5. Plus 3 sind insgesamt 5. Ja. Aber es kann natürlich sein, und ich habe Monsterkunde 60, also habe ich 12. Ah. Ach, du hattest das vorher. Er hatte das vorher. Ja, ich hatte, klar, ich hatte auch so ein, ich habe auch ein Buch dabei. Hört. Hier, ich habe das Buch Kategorie? Immer noch. Dämonische Rituale. Es ist Wissen. Hauke. Geistige. Seit langem im Besitz meiner Familie. Was denn? Der Winston hat das seit Ewigkeiten in seinem Koffer. Was denn? Dämonische Rituale. Sehr schweres Buch. Ach. Haben wir noch nie gebraucht, aber ich nehme es lieber überall mal mit. Ja, ja, ja. Ich will nur. Also das machen wir gleich auch noch. Items, weil ich sag euch gleich einmal, was das Abenteuer, was euch so erwartet. Und dann dürft ihr sagen, was ihr mitnehmen wollt. Ja, also eine Zigarre. Eine Zigarre habe ich auch dabei. Ist okay, ne? Mhm. Eine gute. Übrigens, in weiser Voraussicht gebe ich jetzt diese 10 Punkte auf das Attribut Lügen. Hast du was gelernt auf jeden Fall, ja. Damit ich erinnere mich, ich erinnere mich auch. Ich lüge die Person an. Okay, Würfel auf Lügen. Ja, okay. Stimmt. Wie oft hatten wir das? 5, 6 Mal? 800. Weil du einfach immer gelogen hast und nicht lügen kannst? Lügen ist auch Ansichtssache. Aber ist das wieder so, dass die Mehrkosten ab, was war das, ab 12? Ab also ja, grundsätzlich ist das so, aber jetzt haben wir es gerade ignoriert, weil eure Charaktere widerspiegeln sollen, dass ihr schon erfahrene Charaktere seid. Also ihr habt ja jetzt ne, mit den Charakteren ich schon bitte gespielt. Monster zur Linken und zur Rechten. Also wichtig ist, alles kann. Die sind jetzt sehr stark, die Charaktere, aber das, also das How-to-be-Hero-Regelwerk ist ja auch so, dass man sich ein bisschen stärker fühlt, weil man eben so viel auf einzelne Talente fühlt und das sollte sich hier widerspiegeln. Absolut. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach genau, eure Boni. Ihr habt jetzt alle 10 Punkte, die ihr noch weiter so vergeben dürft. Dann habt ihr 3 auf Dämonologie bekommen. Und damit ist erstmal quasi Schluss. Ihr kriegt gleich aber nochmal einen Bonus. Denn was wir jetzt tun, ist eure Attribute verteilen. Yes. Ihr habt auf jedes Attribut standardmäßig 8. 8. Und dann dürft ihr normalerweise noch weitere 8 Punkte verteilen. Ich lasse euch aber noch 10 Punkte verteilen. Alter Schwede. Plus noch einen weiteren für, als Bonus für das letzte Abenteuer. Das heißt, ihr dürft 11 weitere noch vergeben. Wichtig ist, guckt, welche ihr braucht. Darum machen wir das jetzt erst. Guckt, welche Talente ihr jetzt habt, auf was ihr da würfeln müsst und gebt euch die Talente hoch, die ihr auch braucht. Also wenn ihr besonders viel auf Intelligenz müsst. Was ist das Höchste? Also, ich sage euch jetzt mal den Kosten. Es ist bis... Warte. 14 oder ich muss einmal nachgucken im Regelwerk. 14.1 ab 15.2 oder? Nee, das ist bei den Talenten, also das ist bei den anderen so. Bei den Attributen ist es noch wieder anders. So. Selber eben nachgucken. Jetzt hab ich hier noch 10. Ah doch, Attributwerte steigen. 1 bis 14 ein Punkt, ab 14 sind 2 Punkte. Krass, nicht schlecht. Ab 17 sind es 3 Punkte. Du, 14 Profis. Plus 2, 17 sind 3. Oh, du hast es gesagt. Ja, ich war auch völlig überrascht, dass es. Ab wann? Entschuldigung, was war das dritte? Das dritte ist ab 17 11, kostet 3 Punkte. Ab 17. Genau. 11. Und was ist der Höchstwert? 20. 20, logischerweise. Genau. Hui. Die plus 10 verteilen, das habt ihr schon gemacht? Nein, das machen wir auch. Ich bin gerade dabei. Das dürft ihr jetzt machen. Machen wir parallel gleich, okay. Genau, das könnt ihr jetzt einfach sofort machen.
6 und 11 sind 6. Also ihr dürft jetzt auf eure Attribute, hat jedes 8, ihr dürft nochmal 11 Punkte frei verteilen darauf. Wichtig ist, guckt vorher nach, wo ihr die braucht. Und weil, ne, für alle, die gerade zugucken, sonst ist es immer andersrum. Man baut sich erst die Attribute und kriegt durch das Regelwerk automatisch Boni auf Gruppen. Also, das ist ein bisschen idiotensicher, das Regelwerk in mancherlei Belang. Und hier haben wir es jetzt falsch rum gemacht, damit das nicht verschiebt. Nee, ne? Aber ich stelle auch gerade fest. Das ist nicht so viel. So. Regie, falls irgendwelches Feedback gerade gibt im Chat und so, gebt es mir gerne aufs Ohr, wisst ihr aber ja. Ich muss tatsächlich an die Intelligenz ran, damit ich die anderen. So. Dann dürfen wir gleich noch Mathe machen, und weil wir so viel Zeit haben, könnt endlich mal ihr selber rechnen, dann muss ich nicht. 6, 10. Nee, warte. Oh, das ist echt nicht so viel. Wie du die Community liest, Micha, toll. 10. Ich frage, was sagt denn die Community? Also, die sagen alle, die wollen in den nächsten 5 Minuten nochmal eine Werbung. Ja. Krass. 8 ist dann schon richtig schlecht. Ja. Also sehe ich das richtig? Naja, richtig schlecht. 11 Punkte können wir nochmal verteilen auf 1, 2, 3, 4, 5, also ja, ihr würfelt 6. mit einem W20 und dann kannst du ja aus, siehst ja, was deine Chance ist, das zu schaffen. Ja, aber bei 10 hast du ja nur eine 50-50 Chance. Mhm. Genau. Aber du kannst ja mit den Talentpunkten noch ausgleichen. Du würfelst ja, darum sind die ja da, genau. Das heißt, es ist nicht so schlecht, wie es erst wirkt. 9. Aber darum habe ich dich noch ein bisschen stärker gemacht, weil das Regelwerk mehr Würfel und mehr Würfelglück beinhaltet. Ja, ist für Tiers und Biers halt vor allem stark, weil es halt dadurch lustiger wird. Ne? Bin mir nicht sicher, ob ich Intelligenz und IN, was ist nochmal IN? Initiative? IN ist Intelligenz. Also ich habe hier INT für Intelligenz, glaube ich, immer genommen. Ah, okay. Aber wir haben hier doch noch, Moment. Es gibt auch noch Initiative. Genau. Das errechnen wir gleich. Ja, okay. Oh Gott, wie kriege ich denn jetzt raus, wofür ich Initiative brauche? Kannst du mir das schnell sagen? Ja, Initiative würfelst du nie drauf. So okay, funktioniert Initiative nicht. Sorry. Genau, hätte ich dir mal auf dem Charakterbogen zeigen können. Okay, ja, dann ist ja gut. Dann ihr müsst ich, nur auf das hier, nur die linke Seite sind eure Attribute. Alles rechts kannst du ignorieren, da sage ich euch gleich die Formeln. Und dann könnt da kommt aber auch keine 8 dahin, sondern 8? Okay. Das nee, genau. Also 8, 16, 24, 32, 40, 48 plus 11 sind 59. Das heißt, das zusammengerechnet muss alles 59 bei euch ergeben. Okay. Entschuldigung. Sonst betrügt ihr. Dann seid ihr Betrüger. Wie viel? Es sei denn, jemand hat doch. Wie viel musst du es betragen? Ah ja. Aber das hat wahrscheinlich 59 alle zusammen. Ja, aber das hätte ja wahrscheinlich niemand gemacht. 59 muss ich betragen. Ja, aber wenn es über 15 ist, würde es mehr kosten. Aber hat wahrscheinlich keiner, ne? Ein Attribut über 15. Ich nicht. 40. Das ist halt auch schon krass. Also, das sind Charaktere, die man. Also, das sind die ersten Charaktere, die wir, glaube ich, mal hatten, neben den Tiers-Charakteren, die Chance haben, überhaupt einen Wert so hoch zu kriegen. Also. 6. 9. 59 oder was? Aber bei Beards, da hattet ihr, glaube ich, Charaktere, die hatten irgendwann 17 oder so. Die waren wirklich stark. So, und 10 dürfen wir noch bei dem anderen machen. Genau. Aber nochmal eine Frage. Mhm. Das ist ja ein neues Regelwerk, ne? Und bei dem alten hatten wir das nicht. Also sowas wie Lesen und Schreiben und so ein Shit. Mhm. Also, du willst mir jetzt aber nicht dann sagen, wenn ich jetzt nicht noch Lesen und Schreiben mir irgendwie... Du kannst nicht lesen und schreiben, wenn du es nicht gelernt hast. Aber wenn ich das jetzt übertrage, dann das hat mir damals nicht benötigt. Und das heißt, ich muss ja komplett neu alles machen. Es gibt Talente, bei denen... Naja, was heißt nicht benötigt? Du kannst halt nicht lesen und schreiben, wenn du das nicht hast. Ich bin Lord Henry. Ja, aber das Argument zieht halt nicht. Du kannst auch nicht sagen, ich bin halt Arzt und deswegen... Aber ich meine, da muss ich ja quasi mir von vorhandenen Sachen was abziehen. Hast du Lesen und Schreiben vorher nicht gehabt? Nee. Okay, das ist dann leider jetzt so. Keiner von uns. Ja, eben, das meine ich ja, diese Talente haben wir damals nicht ausgebildet. Okay, dann ist es ein guter Punkt, dann hast du recht. Dann würde ich sagen, also, ich würde das so betrachten wie Sprachen, das habe ich ja eben schon gesagt. Es wird heute ein Abenteuer geben, in dem ihr in Deutschland seid. Wir gehen davon aus, dass es keine Sprachen gibt, weil eine Sprachbarriere... Einfach, die ist nicht zuträglich für unser Rollenspiel. Das heißt, es ist gut, dass ihr könnt Akzente spielen, so wie ihr das bisher auch macht. Und wir gehen davon aus, die Menschen um euch rum würden Deutsch sprechen, aber ihr sprecht einfach alle Deutsch. Was meinen Sie mit Akzent? Weil es würde mich einfach zu krass einschränken und euch auch in der Spielweise, wenn ich jedes Mal bei jeder Sache sage, sprichst du denn Deutsch? Und ihr müsst da alle Punkte drauf vergeben. Okay. Das heißt, ja, ist eine gute Frage, weil entweder machen wir es jetzt so, dass ich euch allen einfach einen Wert darauf gebe und ihr kriegt auch alle einen Deutschwert oder wir ignorieren alle Sprachen, bis auf Latein, Sachen, die im Abenteuer Sinn machen könnten.
Ja, aber also noch. Also so ein Grund-Allgemeinbildung, finde ich, kann man halt voraussetzen. Ich würde jetzt auch, wir gehen bei Sprachen, du sagst ja auch nicht, er kann nicht sehen, wenn er nicht sehen. Ich finde halt auch in dem Universum, wenn man jetzt sowas macht wie Tears oder so weiter, wo Apokalypse oder wo generell Zivilisation sehr zurückgewichen ist, dann kommt es, glaube ich, häufiger mal vor, dass Leute nicht lesen oder schreiben können. Oder im Mittelalter, wo das voll normal war. Macht aber aus der Zeit und aus den gesellschaftlichen Kreisen, aus denen die Charaktere alle kommen, ist es ja eigentlich absurd anzunehmen. Das dann schreibt doch mal lesen bei Spezifika alle lesen und schreiben hin. Das macht Sinn, dass wir eben wissen, ihr könnt das Laser. Und wir gehen davon aus, das betrifft alle Sprachen, die ihr schreibt. Genau. Na, lesen und schreiben und dann schreibt ihr gleich. Nach einer kurzen Werbung schreiben wir da noch ein paar andere Sachen hin. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zur Pre-Show Pen and Paper Morrison Manor Walpurgisnacht. Der dritte Teil von Morrison Manor, beziehungsweise ist immer kompliziert. Der fünfte Abend in diesem Abenteuer schon? Ich glaube ja. Wir sind noch weiter beim Charaktere basteln. Walpurgisnacht. Jetzt wird gepurged. Ich möchte angreifen. Wir haben die eine Idee. Neues Pen and Paper. Habe ich ja schon meine geile Theorie mal zu Meeting erzählt, woher das Wort kommt. Ein Ting war ja, wenn sich Wikinger getroffen haben. Und wenn die sich treffen, um Met zu trinken, ist das ein Met-Ting. Warte. Das ist gut. Beim nächsten Bier jetzt dann gibt's ein Meeting direkt am Anfang. Aber ist super. Mating. Mating ist wieder was anderes. Da ist ein Ting, wo man seine Mates trifft. Die Hipster mit dem Mate-Tee. Ich finde Mating besser als Meeting. Sag ich Mating. Meeting mit Mating. Wie wär's mit Meeting und Mating? So. Aber Mating wird besser, je mehr. Habt ihr eure Punkte verteilt? Denn jetzt wird gerechnet, Freunde. Jetzt kommt der spaßige Teil, den immer sonst ich machen darf. Jetzt dürft mal ihr. Wenn ihr ein Handy da habt, holt euch das gerne raus und macht euren Rechner an. Weil jetzt würde ich ein bisschen, sonst müsst ihr jetzt dumm rumrechnen. Nicht, dass ich der Kopfrechnung. Eure Lebensenergie errechnet ihr mit eurer Körperkraft plus eure Körperkraft plus eure Ausdauer mal 3. Nochmal bitte. Mhm. Körperkraft. Ja. Plus Körperkraft. Mal 3. Plus Ausdauer mal 3. Ist ja nicht so viel. Nee. Das ist, ihr seid auch, die meisten von euch sind ein bisschen schwach auf der Brust eher. 90! Das viel zum Beispiel. Ja. Das ist ziemlich gut. Du hast 90? Ja, 90! Er ist der Starke in eurer Wie Gruppe. Das denn? Ihr 18 immer. 18 plus Wie, ne? 18 plus 8, 24. Ihr seid interessanterweise eine relativ gut verteilte Gruppe. Also, ihr habt mich verrechnet. Sogar einen Knochenbrechertypen dabei. Was? Da hast du nur 46? Alter, bist du schwach. Hä, wieso? Was hast du? Naja, du hast Körperkraft nur 8 und Ausdauer wahrscheinlich dann auch nur 8. Ich habe auch 10. Nur, ja, aber trotzdem, 10. Ich habe Ausdauer 8 und Körperkraft 9 und ich komme auf 76. Warte mal. 26 mal 3 plus 8 plus 8 plus 10 plus 10 mal 3. Mal 3. 78, okay, dann hat der Rechner hier irgendwas. Ich hätte es einfach im Kopf machen sollen. Damit, gut, dass das ist die Lebensenergie. Erklärt haben. Das ist eure Lebensenergie. Hä? Eure Lebensenergie. Das kann nicht sein. Moment. Du solltest sehr wenig haben, wahrscheinlich. Ich habe am wenigsten. Und ich habe 76. Es kann keiner weniger haben als ich. Ich bin schon tot. Beim Rechner, was Körperkraft plus Körperkraft. 10 plus 10 plus 8. Mal 3. Ja. 28 mal 3. 28 mal 3. 84. Das stimmt doch nicht. Doch. 84, ich dachte, es wäre 60 irgendwas. Okay, 84. Nee, 84. Das klingt zu viel. Du hast am meisten Lebensenergie. Das sage ich doch. Es klingt komisch. Ja, er hat halt viel Ausdauer wahrscheinlich. Ich bin ein alter Mann, was glaubst du? Ich bin wie so ein alter wie so ein Aal. So ein du hast echt Aal, den du als Gürtel benutzt. Aber ich finde es lustig. Kannst du dein Auto mit abschleppen. Aber ich finde es lustig, du bist trotzdem stärker als die beiden. Rücken. Das sind halt auch krass. Ja, Rücken halt. Er ist stärker als beide von denen. Beim Armdrücken würde er euch fertig machen. Hattest du nicht okay, willst du mir gerade meine Werte? Nein, ich will nur sagen, hattest du dir nicht irgendeinen Bonus gegeben? Nein, Malus, Rückenmalus. Der hat einen Malus, er hatte weniger Lebenspunkte als alle anderen. Ich das meine ich, aber dadurch hat er irgendwas dazu bekommen. Das hat er einfach nur weil er alt ist. Weil ich alt bin, ich bin ja fast, ich bin 9, ein Jahr älter werden im letzten Abenteuer geworden. Auch an mir geht die Zeit nicht schuld. Ich brauche bald mal ein Erben. Das ist das treibt mich des Nachtes herum. Ich dir einen. Aber ich brauche doch mal. Aber der ist nicht Butler. Schwer an ihrer Leber interessiert. So, ihr müsst noch weiterrechnen, ne? Wir haben so langsam nähert sich dem Ende. Ja, bitte weiter. Eure geistige Gesundheit, ein sehr wichtiger Wert, die wird errechnet mit Ausdauer plus Intelligenz plus mentale Belastbarkeit mal 3. Also 4 Sachen werden addiert. Mhm. Ausdauer, Intelligenz, 2 mal mentale Belastbarkeit und das Ganze mal 3.
120. 13 sind 23. Könntest du es vielleicht noch mal kurz sagen? Mhm, Ausdauer. Aus, plus Intelligenz. Plus 10. Plus mentale Belastbarkeit. Plus 10. 100 plus mentale Belastbarkeit. Plus 10. Mal 3. Mal 3. Bei mir kommen immer so komisch. 58, das stimmt doch nicht. Warte mal. Bin ich bescheuert? Das kann doch nicht stimmen. Also, ich rechne. Sehr wenig, ja. Ja, 8 plus 10 plus 10 plus 10, 38 mal 3 kann doch nicht 58 sein. Nein, 38 mal 3 ist irgendwas. Punkt vor Strichrechnung. Du hast mal 3, egal. Mal. Ach, bei dem ist das Problem ist der Rechner, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Irgendwas. Jetzt 114, jetzt habe ich zwei Jetzt musst du es leider noch ein drittes Mal machen, weil ich zwei unterschiedliche Werte hatte. Ich weiß nicht, warum. Ausdauer plus Intelligenz. Okay. Ja, jetzt weiß, ich weiß jetzt, welchen Fehler ich gemacht habe. Jetzt kannst du es mit Taschenrechner. Ja, ja. Ach, vier Zahlen addieren. Ja, ja, nee, ja, es ist, das Problem ist die Punkt-vor-Strich-Rechnung die ganze Zeit. 68. Das macht gar keinen Sinn. Ach. Versuch mal, den Rechner zu manipulieren. Wieso? Doch, das kann schon Sinn machen. Wenn du da einen Wert hoch hast. Nee, das wäre eine Ausdauer plus Ausdauer plus Ausdauer plus Intelligenz 22. plus Ausdauer. Was hast du bei Ausdauer? 10, also 10 plus 12 Intelligenz plus 8 plus 8. 38, ist 16. 90, also 22, 32, 138. 38 mal 3. Ja, ja, okay. Ja, ja, ich habe es beim ersten Mal alles richtig 140. Gemacht. Beim ersten Mal alles richtig gemacht. Das war sehr dumm, mich überhaupt. Okay, Parade. So. Not sure if already roleplaying or... So. Puff. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Kommt sofort. Sie sind alle ein bisschen dumm. Ja, alle ausgerechnet schon. Außer bei mir. Ich muss. Ich korrigiere. Zu dem Wert. Sehr dumm. Die Formel nehme ich auch nicht alle im Kopf. Sehr, sehr, sehr. Ja, das schon. So. Eure Attacke Nahkampf. Jetzt wird's schön. Oh ja, ich freue mich. Macht's jetzt einfach so, wie ihr es eben gemacht habt. Erst addiert ihr im Kopf die Werte und dann macht ihr das auf jetzt. Jeden Fall. Körperkraft plus Gewandtheit. Geschicklichkeit. Also Geschicklichkeit. Ja, Geschicklichkeit, Entschuldigung. Körperkraft plus Geschicklichkeit. Ja. Geteilt durch 3. Oh Gott, das ist ja erbärmlich wenig. 18. 8. Mhm. Das ist ja nur euer Basiswert, ne? 18 plus 10 sind 28 durch 3. 9,3. Das darf ich aufrunden. Nee, wird abgerundet. Das ist eine 9. Okay, 9. Attacke-Nahwert ist 9. Das ist nicht so viel. 9? Wie kommst du denn auf 9? Ja, weil 3, 9. Das ist schon realistisch. 9 ist ein realistischer Wert. Was hast du denn da? Durch 3. Ja. Körperkraft plus Geschicklichkeit. Durch 3. Durch 3. Ich hab 31 durch 3, also ich hab 3. Was? Das geht gar nicht. Hä? Du hast 10. Du hast gerade einen Dreh. 31 durch 3. Du hast nur 10. Alter, die Show. So viel dazu, Alter. Du hast nur einen Dreh. Das war eine großartige Idee, das hier am Tisch. Das ist so hart. Das muss sonst ich schnell immer während der Show machen. Ja, aber du kannst es wenigstens. Ich wüsste nicht, wie sich das anfühlt, der beste Mann zu sein am Tisch. Das hatte ich schon nie. Auf, er hatte nur einen Dreh. Ein neues Gefühl. Das war jetzt nicht komplett falsch. Er hatte einfach nur die beste Mathearbeit in der ganzen. Ein einziges Mal in der ganzen Klasse. Die zweite Klasse. Ich auch. Aber ich weiß bis heute nicht, was passiert. Ich hatte in der PISA-Arbeit die beste Mathe meines ganzen Lebens. Und dann haben wir die neu geschrieben und dann habe ich nur 5 geschrieben. Alter. Ja, das ist halt typisch. Weil alles schlecht war. Ich habe einmal, ja, so wie der Test war, so funktionierte mein Gehirn. Komplett dumm und unlogisch. Ich wurde aus meiner Vorabi-Mathe-Klausur rausgeworfen, weil meine Lehrerin gedacht, ich hätte gespickt. Ich habe fucking nicht gespickt. Dann bin ich einfach rausgeschmissen. Oh nein. Und dann hat er mir gesagt, ich versuche immer meine Schafe durchs Tor zu bringen. Am Ende irgendwie als uns. Ja, der kannte dich ganz gut. Ja. So, weiter geht's. Paradebasiswert. Ihr werdet euch freuen, es ist diesmal Körperkraft plus Ausdauer plus Geschicklichkeit. Körperklaus? Körperklaus plus Ausdauer plus Geschicklichkeit. Durch 3. Oder was? Hauke? Ja. Durch 3. Gut, durch 3 am Ende. Und das Parade, ne? Ja, Parade-Basis. Das ist halt immer wichtig, dass ihr nicht vergesst, euer Basiswert. Was? Parade-PA. 10, 27. Das ist 9, das brauche ich gar nicht mit dem Taschenrechner. Attacke Distanz. Habt ihr 8? Warte, was war das gerade, was wir ausgemacht haben? Paradebasiswert ist das. So. Okay. Dann kommt Attacke Distanz. Bitte. Geschicklichkeit plus Ausdauer durch 3. Oh nein, der letzte ist richtig geil. Zweimal Geschicklichkeit, einmal Ausdauer. 20, genau. 28 durch 3 ist auch 9. Das ist. Ne, dadurch, dass du nicht körperlich besonders stark bist, ist das schon logisch, dass das immer da landet, so ungefähr bei dir. Jetzt kommt Initiative. Genau. Das ist eure Körperkraft plus 5. Mhm. Minus eure halbe Geschicklichkeit. Abgerundet. Nochmal. Körperkraft plus 5. Mhm. Körperkraft plus 5. Minus eure halbe Geschicklichkeit. Also es ist einfach nur meine Körperkraft. Also 9. Krass, ich bin echt stärker als du.
Minus die Hälfte von was? Ich hab nicht aufgepasst. Deine halbe Geschicklichkeit. Abgerundet. Oh, fassen Sie mich nicht an. Wenn Sie mal jemanden mit dem Skalpell sezieren müssen, dann kann ich das auch mit einer Handkante. Normalerweise wird hier logisch gerundet, aber ich runde. Wir müssen Sie nur vorher desinfizieren. Ich habe fast nur 9. Ich habe nur 9. Angeber. Ich habe okay. Eine Straße. Habt ihr alles auf der ersten Seite? Es sollte jetzt kein leerer Wert mehr irgendwo stehen. Das ist korrekt. Bei Hobbys. Genau, die dürft ihr euch so eintragen, wie ihr das vorher auch hattet. Die haben nur keine spielerische Auswirkung mehr jetzt gerade bei uns. Genau, das macht zum Beispiel Sinn. So, damit sind wir damit eigentlich so gut wie durch. Aber wir haben noch eine letzte kleine Sache. Das können wir jetzt endlich mal machen, bevor das Abenteuer losgeht. Geht auf die letzte Seite, wo gekämpft wird. Und wir tragen jetzt, so, da, wo eure Waffen stehen. Jeder wählt jetzt eine Waffe aus, mit der ihr am meisten kämpfen werdet. Und jeder trägt sich einmal waffenlosen Kampf da ein. Damit ich jetzt einmal erkläre, wie das geht, dann machen wir jetzt einmal durch. Wir haben nur noch so 7 Minuten, aber das ziehen wir jetzt mal schnell durch. Waffenlos als erstes, ja. Genau. Also Faustkampf einfach. Faustkampf oder was auch immer. Wenn du zum Beispiel hast ja gesagt Karate, das wäre Kampfsport, aber dann treibst du Karate hin. Ich darf jetzt eine Waffe aussuchen. Genau. Eine logische Waffe, die Sinn macht, dass ihr die mitführt. Ein Revolver macht Sinn, eine Schrotflinte. Ihr seid, also zum Beispiel, ihr seid jetzt eher Männer mit Stil. Ihr würdet jetzt nicht mit so einer riesigen Schrotflinte rumlaufen. Nee, ja, ich finde, wir haben ja auch, der Revolver ist ja schon besetzt. Ne? Genau. Also den Revolverträger, den gibt es hier schon in der Gruppe. Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, Skalpell ist eine Waffe, die ich bei mir führe, würde ich sofort sagen, macht wenn völlig du, wenn Sinn. Wenn du 8 Skalpell nimmst, so Wolverine-mäßig? Und in dem, oder indem es ein Messer, ein Schwert versteckt, würde ich sagen, ja, macht Sinn. So. Ich würde Globuli nehmen. Ja. Im Prinzip für Waffe. Dich zum Beispiel, weiß nicht, ich würde jetzt sagen, ich habe Knüppel dabei, würde ich bei dir auch gelten lassen. Weil für dich macht schon Sinn, dass du irgendwie in der Tasche auch was trägst, was jetzt nicht zu deinem sozialen Standard passt. So. Also ja, ich würde, ich bin Butler, ich habe immer so ein aus Echtsilber mit sehr scharfen Kanten, so ein Tablett. Warum hast du nicht wie bei der Typ finde ich eine richtig gute Waffe. Würde ich sofort zulassen. Den Zylinder, du hast auch so eine Melone. Nein, Melone. Tragen aber er hat doch im Grunde das Gleiche. Das Tablett ist doch das Gleiche. Das Tablett ist, ich finde das Tablett richtig geil. Das ist eine geile Idee, würde ich sofort durchstellen. Nein, es muss schon der Hut sein. Aber euch ist schon bewusst, dass die Kanten sind sehr scharf, ne? Ja, ja, ich verstehe, dass du das, dann die ganze Zeit fest, das Tablett? Ich bin Butler, er muss das immer so halten. Nein, ich bin Butler, ich halte das immer hinter meinem Rücken, vorsichtig. Können Sie kurz halten, sofort Finger ab. Was denn? Das ist ja wohl logisch. So, ja, los, Leute, wir haben keine Zeit. Okay, okay, Gehstock. So. Was machen wir denn jetzt mit diesem? Also, was ist der erste Wert? Weil ich habe es gerade nicht vor mir liegen. Riesenskalpell. ATN. So. ATN. Ihr dürft jetzt euren Talentwert für die jeweilige Waffe auf Attacke, Nahkampf und Parade verteilen und euer Basiswert für die jeweilige ist da schon drin. Das heißt, das ist bei dir waffenlos, ist eine Nahkampffähigkeit. Das heißt, du schreibst deinen Attacke- und Parade-Basiswert da rein und dann darfst du, was du auf waffenlosen Kampf hast, noch verteilen auf die beiden. Klingt viel komplizierter, als es ist. Was ist dein ATN-Wert? Hast du gerade ausgerechnet? Steht auf der ersten Seite. 9. Genau. Was ist dein Paradewert? 9. Schreibst du erstmal bei beiden 9 rein, darum hast du ja einen Bleistift. Hier. So, was hast du auf waffenlosen Kampf? Hast du das Talent überhaupt? Nein. Dann hast du das einfach nicht. Fertig. Das ist dein Wert. Okay. So. Muss zweihändiges Skalpell. So, jetzt dein Initiativewert da noch eintragen. Auch Standard, weil 9. Das wird nicht. Genau, 9 ist dein Initiativewert hier. Und dein Schaden. Ist 1W6. Ah, nee, warte, das hab ich hier, steht im Regelwerk, wie viel das ist. Entschuldigung, muss ich mal nachgucken. Das ist nämlich 1W6 plus irgendwas. Und bei bestimmten Kampftrends. Das kann ich gleich nochmal nachgucken, ist jetzt hier wichtig. Diese Punkte, rechne ich die auf den Attacke und Parade oder nur auf Attacke? Also die Sachen, die ich zum Beispiel. Die darfst du selber verteilen auf jetzt Attacke auf die beiden. Und genau, gleichmäßig, also so wie du es verteilen willst. Wenn du sagst, ich will besonders stark in der Parade. Wichtig ist, das ist final. Ihr könnt das nicht im Abenteuer auf einmal wieder ändern, weil euch das gerade besser passt. Okay, das sieht gut aus. Genau. Jetzt. Was ist er denn plötzlich für eine Kampfmaschine? Ich habe trainiert. Haha! Du hast ein solcher Fauxpas wird mir nie wieder passieren. Du musstest getragen werden. Ab jetzt wird zuerst geschossen genau. Und dann geschrien. Standardmäßig und macht das 1W6 minus 2 Schaden nur. Außer ihr habt das Talent, wie zum Beispiel Ring, Faustkampf, ihr habt irgendein Talent, das euch. Weil wir gehen jetzt davon aus, du kannst es gar nicht. Das ist, was du an Hieben austeilen kannst. Du bist ein Schwächling. Du weißt. 1W6 plus was? Ja, minus 2 sogar nur. Aber wenn du jetzt Karate hast, ist der Schaden anders. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich eine 1 würfel, breche ich mir einen Finger. Du machst dann keinen Schaden. Das tue ich mir selber weh. Au! Hast du jetzt, du hast Karate, ne? Ja, kannst du mir helfen bei dem Schaden? Dein Schaden für Karate ist 1W6 plus deine Geschicklichkeit durch 3. 2. Oder deine Körperkraft plus 3, da können wir drüber. Also was jetzt, Geschicklichkeit oder Körperkraft plus 3? Ach, genau, bei dir, du hast Kampfsport, ne? Also Geschicklichkeit 11, Körperkraft 10. Gut, das wäre 1W6 plus deine Körperkraft durch 5 geteilt.
Durch 5. Mhm. Das heißt plus 2. 1W6 plus 2. Du bist 78, ne? Mit der blanken Faust gehen wir jetzt davon aus, wäre das der Schaden, den du machst. Wobei das ja eher mit der Seite, ne? Eher mit dem Caputus Maximus. Aber man kann auch immer noch mal drüber diskutieren, wenn du jetzt besonders hohe Körperkraft. Also ich finde den. Ja, aber wenn du mit dem, wenn du mit dem, verstehst du, wenn du da die Halsschlagader direkt einmal kurz drückst, sowas ist immer möglich. Ne? Das sofort. Wissen wir in dem Regelwerk, das geht immer. Ihr könnt immer sagen, ich mache einen gezielten Schlag. Ja. Dann erschwere ich euch das, aber der Schaden wird auch mehr. Ja. Das ist der Basisschaden. Ich will nur einfach zu. Dann würde ich gerne sagen, aufgrund meiner medizinischen Fähigkeiten beherrsche ich den vulkanischen Nackengriff. Hast du es in deinem Charakterbogen? Nein. Jetzt schon. Das Tablett. Ja. Was für Werte soll ich da eintragen? Werfen gute Frage, oder was? Aber eigentlich ist es nicht Werfen, das ist ne? Ich würde, das ist eine Klingenwaffe. Oder es gibt auch exotische Waffen, aber ich würde das stumpf als Klingenwaffe aufführen. Das ist eine Waffe mit einer Klinge. Ja gut, okay, das muss ich, ja okay. Du kannst da gerne noch was... Dieser Reiserevolver, hat der auch einen Gehstocksäbel? Ist auch eine Klingenwaffe. Was hat die für... Schaden? Warte, das mache ich gleich. Machen wir gleich eine Pause, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eine Frage, hat der Reiserevolver auch ein B6 oder mehr? Nee, der hat mehr. Das gebe ich dir auch gleich. Den Waffenschaden gebe ich euch gleich einmal, weil das muss ich in Ruhe machen. Ich habe den vulkanischen Nackengriff. Du hast nicht den vulkanischen Nackengriff. Erinnerst du dich, als ich gesagt habe, ich nehme die Punkte vom Angel, nehme ich nicht mehr? Du meinst die 15 Punkte, die zwei Punkte wären? 30 Punkte. Ja, 3 Punkte, ich entschuldige mich. 30 durch 5 sind 6. Scheiße, stimmt. Das heißt, ich habe vulkanischen Nackengriff 6. Und das macht auch Sinn, weil ich medizinisch genau weiß, wo die Ademi-Punkte was sind. Was tut der denn? Willst du aber das ist, nee, sorry, du kannst keine Attacke haben, bei der du automatisch jeden Gegner mit einem Griff nicht. Da muss er vielleicht erst hinkommen. Aber wenn ich mich es schaffe, anzuschleichen an einen Gegner, weiß ich, welche Druckpunkte ich im Körper aktivieren muss, damit er sofort. Akupunkturkampf hätte ich dir durchgehen lassen. Akupunkturkampf nehme ich. Nehm ich. Das ist quasi waffenloser Kampf, bei dem du 6 hast. Und dann musst du. Dann musst du erstmal die Nadel setzen. Er zielt dann auf den Punkt. Das wäre geil. Und dann verändert er den Fluss der Energie. Und dann 30 Jahre später kriegt er Rheuma. Ist eine gute Idee, finde ich gut. Akupunkturkampf. So. Wir müssen leider aus der Pre-Show rausgehen. Es war sehr unterhaltsam diesmal. Ich gebe euch gleich noch Schadenswerte für eure Waffen, beziehungsweise ihr könnt auch Pause machen, ich trage euch die da einfach ein. Wir sehen uns gleich wieder in der Live-Show. An dieser Stelle danke an alle, die jetzt schon dabei waren. Wir sehen uns um, wann geht's denn weiter? Um 20:30? Ja, 20:30 geht's weiter. Vielen Dank, liebe Regie. Um 20:30 geht's mit dem richtigen Abenteuer los. Ihr könnt währenddessen Game 2 schauen. Halleluja. Ein Feuerwerk von Gaming-Informationen und Unterhaltung erwartet euch. Und danach das beste non-fiktionale, nicht-lineare Unterhaltungsprogramm, das es im deutschen Fernsehen gibt. Das ist es gesagt. Bis gleich.